Weiter geht's mit Minecraft. Ich habe das Spiel nochmal neu gestartet. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen besser, man weiß es nicht. Ja, du meinst die Fußgängerbrücke. Okay, ich verstehe, ja. Also pass auf, mein Plan ist jetzt, wir bauen das erstmal einmal gerade hier so fertig. Beziehungsweise ein Stück weiter. Ich habe jetzt nicht genug Schienen. Wir könnten eventuell nachher nochmal welche produzieren. Okay, es leckt immer noch. Ich versuche es für den nächsten Stream irgendwie zu fixen. So. Feuer drunter, eine Axt mit Behutsamkeit. Ah ja, guck mal an. Da, guckt. Danke für den Hinweis. Nina, kannst du schlafen? Ich kann auch schlafen, vergiss es. Ich kann auch schlafen. Nee, ich kann schlafen. Ist eh okay. Noch nicht Nacht. Brauchst du Lapis Lazuli? Nee, eigentlich nicht. Okay. Aber wenn wir später mal irgendwie verzaubern, dann braucht man das schon. Also. Dann bringe ich nämlich das mit. Also, wenn du noch Platz hast, schaden kannst du nicht. Und du kriegst auch Erfahrungspunkte. Also. Playstorm, dankeschön für dein Follow. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Oh, es ist ja schon Nacht. Schnell schlafen. Wäre jetzt belastend, wenn ich neben dem Bett spawne. Okay, nein, alles gut. Vielleicht wäre es sogar cooler auszusehen, wenn wir den Fußgängerweg auf die Seite bauen. Egal, wir lassen das jetzt. Stirb. So. Stirb. Stirb. Ihr wollt das überdacht machen? Das ist aber schwierig, glaube ich, in dem Fall. Ja, können wir später mal gucken. Also, weil der Zug halt recht breit ist, ne? Warte mal, ich könnte den mal gerade holen. Man kann den nämlich tatsächlich auch transportieren, wenn es nicht zu weit ist. Wahrscheinlich ist es zu weit. Kerstin, hallöchen, schön, dass du da bist. Dankeschön für deine 4 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ist die Musik gerade ein bisschen laut? Okay, hier haben wir noch. Ich finde es schade, dass bei Minecraft immer nur so selten Musik kommt. Ja, aber du könntest, also wenn du gerne die Musik hören willst, kannst du dir auch eine Playlist anmachen. Ja, also aber ich finde das eigentlich ganz schön. Ja, ich mache mir das jetzt auch an. Also weil wenn dir die ganze Zeit Musik ins Ohr bimmelt, ist doch auch irgendwann nervig, oder? Nee. Okay. Nee. Bisschen. Okay, ich mach's ein ganz bisschen leiser. Weil, ich musste, dadurch, dass ich ein paar Probleme hatte, musste ich die Minecraft-Dings einmal neu runterladen. Oh, oh! Oh Gott, ich war aus dem Game getappt und es ist ein Creeper explodiert. Aber du lebst noch. Ja, aber nur ganz knapp überlebt. Dank meinen Lemon-Smoothies. Okay, wir versuchen jetzt mal was. Du kleiner Keck. Ich glaube, ich muss das hier nochmal umbauen, Chat. Habe ich das Boot mitgenommen? Ja. Ich habe keine Fackeln mehr. Also Kohle habe ich genug für Fackeln. Ja, aber ich bin ja in der Höhle. Ja, hättest du vorher was mitnehmen können. Also wir können jetzt wirklich unendlich Fackeln produzieren. Weil ich habe unendlich Holz und unendlich Kohle. Also wir können jetzt 1 Million Fackeln machen. Gar kein Problem. Wir können die ganze Welt ausleuchten. Eieiei, hier ist keine Kohle, Luigi. Wie bitte? Hier ist keine Kohle. Ja, hättest du mal was mitgenommen. Ich ja, habe dir ganz oft gesagt, ich wollte Nina immer Kohle andrehen und sie wollte die immer nicht. Kann man auch mit einem Feuerstein Kohle machen? Nein. Hä? Mit einem Feuerstein Kohle machen? Also, das als Kohle nutzen. Nano! Nein, aber du kannst Holzstämme verbrennen. Aber ich glaube, das bringt dir jetzt in dem Fall nicht so viel, ne? Ich brauche jetzt. Also, weil du hast Kohle. Ja wahrscheinlich keine Holzstämme gerade. Ah, hier ist Kohle. Doch, ich habe Holz. Aber keine Stämme, oder? Achso, nee. Aber ich habe jetzt auch Kohle. Sehr gut. Könnt ihr eure Häuser zeigen? Können wir nachher nochmal machen, ja?
Paprika-Kind ist ja auch ein sehr lustiger Name. Scheiße, Mann, das ist... Lukas, du musst nicht immer so ehrlich sein. Du kannst auch mal ein bisschen netter sein. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Verstehst du? Achso, nee, das sieht nur so aus. Das hat alles geklappt. Lustig. Was redest du da, Nina? Ich hab ihn gesagt, toll. Mario, uns geht's ganz wunderbar, fantastisch gut. Ne? Ja. Danke der Außer Nachfrage. Dass Lukas Spiel leckt. Ja, das ist ein bisschen blöd. Boah, ich bin schon richtig erfolgreich gewesen. Aber es ist besser geworden. Schön, Nina. Das ist gut. Wenn ich jetzt auf meiner Reise noch ein Dia finde, dann, also dann ist der Vogel abgeschossen. Nina hat so eine Unterwasserfestung entdeckt. Die können wir uns auch mal im Stream Oh ja, mhm. Aber den Punkt habe ich zu Hause auf der, also in dem ja, Game. Müssen aber wir ja auch nicht heute eigentlich finde ich den easy. Also du musst dir den mal markieren, damit wir den auch im Stream haben. Also ich meine, wir können das auch jetzt machen, aber jetzt bin ich gerade noch am Bauen hier. Ich bin auch unterwegs und außerdem wolltest du halt mal bauen. Ich glaube, so ist das cooler Chat, oder? Ah. Finde es sehr hübsch, dankeschön. Das machen wir, glaube ich, so. Und das bauen wir dann nochmal auf die andere Seite und dann müssen wir mal gucken, ob das so aussieht, als würde das in der Mitte halten oder ob wir da noch einen Pfeiler reinsetzen müssen. Würde ja auch gehen. Aber wir bauen es erstmal noch auf die andere Seite und dann schauen wir mal, was wird. Was wird? So, wir setzen den hier hin. 1, 2, 3. Ihr Nerv-Creeper, wirklich. Also ich verstehe ja, dass ihr denkt, ihr hättet auch eine Daseinsberechtigung, aber ich sehe das nicht so. Und wenn Nina das so nicht sieht, dann habt ihr auch kein Recht, das so zu sehen. Eben. Eben. Alles, was laut mir keine Daseinsberechtigung hat, hat auch keine Daseinsberechtigung. Schauen wir mal, was wird, ne, Chat? Luki, ich glaube... Ich auch. Ich spiele auf dem Stuhl viel lieber Minecraft. Mhm. Wirklich, ich, also... Dann kannst du doch jetzt einfach immer ins Büro fahren, wenn du... Ist so gemein. Ich möchte zu Hause auch noch so einen haben. Mhm. Und du kriegst meinen. Mhm. Chat, meint ihr, wir brauchen noch so ein Ding in der Mitte? Also ich meine, du wir könnten halt nicht vom noch mal, Thema ablenken. Ja, das ist aber gerade wichtig. Wir könnten genau in die Mitte halt nochmal einen reinbauen und dann so eine kleine Insel da rein. Weil Nina fährt, baut ja keinen Riesenkahn. Vielleicht. Oh, was das wäre auch geil, wenn man so Schiffe bauen könnte, ne? Geht man bestimmt auch. Ganz viele machen jetzt Unlurk, also zwei. Ist Essen jetzt fertig? Schön, dass ihr wieder da seid. Erzählt. Ach ja, bei Blackhead gibt es die Sasserlis. Ich brauche jetzt aber mal kurz Feedback-Runde im Chat. Soll ich jetzt hier noch einen Pfeiler in die Mitte zimmern oder kurz. Nicht? Wenn Blackhead, wenn du ein gutes Rezept fürs Dressing hast, dann sag das mal. Okay, dann lassen wir es erstmal. Eigentlich wird Caesar Salad Dressing doch von Anchovies gecarried, oder? Ist das nicht so? Hat wir die gecarried? Na, das Dressing von Caesar Salad wird doch eigentlich von Anchovies gecarried, oder nicht? Wieso wird das gecarried? Ja, weil das so das Main-Ding ist. Das Main-Ding wird gecarried. Ja. Ich bin ja eine International Mausi. Leute, das Main-Ding wird gecarried, also lasst das jetzt. Lasst es carryen. Das Main-Ding. The main thing will be carried out to the world from Infinity International Business Nina Niner. The thing. Au! Nein, du musst sagen jetzt au. 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 Tot. International Business. Ich habe ein fertiges Dressing-Sylte. Ach so, okay. Oh, das schmeckt auch sehr gut. Mhm. Das Krasse ist, die sind ja meistens von Natur aus schon vegan. Aber das Problem ist,
dass ich das eine Zeit lang zu viel gegessen habe und dann habe ich mir das neulich nochmal, also neulich vor 3 Monaten oder so mal gekauft und mochte es gar nicht mehr. Das Dressing? Ja. Aber wir könnten das jetzt schon mal essen nochmal. Würde keinen weiteren Pfeiler. Okay, wenn ihr das alle sagt, keinen dann. Ich glaube ja, Pfeiler. Nicht unbedingt. Bisschen breiter machen. Okay, also die Pfeiler nach oben ein bisschen dicker. Können wir auch mal versuchen gleich, ja. Das. Ich mache jetzt einmal gerade den Weg. Ich bin gerade verwirrt. Wo sind meine Dinger? Da. Wie mussten die nochmal? So, ne? Und dann unten. Junge. Unten die, glaube ich. Ich will jetzt auch nicht zu viele davon bauen. Ich habe schon 47 Eisen. So ging's. Ach, ich bin so lost, Nina. Junge. Wie hältst du das eigentlich mit mir aus? Ich bin so lost. Weißt du, wenn man selber lost ist, dann ist es so, also... Ich glaube, jetzt habe ich zu viele. Das ist so, wenn man... Ja, okay, also ich merke schon, du bist auch ganz schön lost. Ich habe deinen Punkt verstanden. Hast du gut rübergebracht. Also, wirklich? Und ich muss Chat, habt ihr es auch verstanden? Doll versuchen. Weil jetzt habe ich es dann auch gut verstanden. Danke, Nina. Vero, Hallöchen. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Hallo. So, wir müssen jetzt leider nochmal in die Leckfabrik. Denn wir müssen noch ein bisschen Schienen herstellen. Weil dann können wir das theoretisch sogar connecten und können hier schon mit unserem Zug zu Nina fahren. Toll, ne? Lina, wir können ganz viel dazu sagen, ne, Luki? Wozu? Zum Thema Gaming-Laptop. Also, Storytime. Ja, mach nicht. Storytime. Was ist denn Lukas, du musst den Spannungsbogen halten. Ich sehe die Nachricht schon wieder gar nicht. Also auf jeden Fall. Wo ist denn die Nachricht? Hab ich mir letztes Jahr einen Gaming-Laptop gekauft, damit ich halt, auch wenn ich bei Lukas bin, spielen kann. Nina hat darauf noch nie gespielt, glaube ich übrigens. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, okay, aber da nicht auf so dem, oft. Ja, weil, ja, keine Ahnung, ist halt so. Auf jeden Fall hat Lukas sich jetzt aber auch darüber gefreut, dass ich ihn habe, weil Lukas jetzt immer davon streamt, wenn er irgendwas... Also die Kochstreams werden von dem Laptop gecarried, die DJs... Sag mal, Nina, wenn du jetzt noch einmal carry sagst, ne, dann... Also auf jeden Fall habe ich mir den gekauft. Und halt für diese Streams und so ist das wirklich perfekt. Aber zum Spielen, I don't know. Also... Der hat 800 Euro gekostet? Ja, oder was hat also gekostet? Wenn ihr das Geld in einen, also wenn, sag ich mal so, wenn ihr jetzt wirklich unterwegs seid. Oder also so wie für den Zweck, für den ich den dann gekauft natürlich habe. Natürlich, macht es Sinn. Ergibt es Sinn. Aber wenn ihr eh nur zu Hause zocken wollt und irgendwie die Möglichkeit habt, euch einen PC irgendwo hinzustellen, den könnt ihr ja verstecken, dass man den nicht sieht oder so. Dann würde ich ja euch immer empfehlen. Und wenn ihr halt zocken wollt, ne? Weil klar, wenn ihr jetzt ein Video gucken wollt, klar, dann ist ein Laptop schon nice, aber Dias. Juhu. Ansonsten würde ich euch immer empfehlen, kauft euch einen Tower-PC, weil das ist, die sind halt günstiger, Preis-Leistung ist halt besser und ja. Also es ist halt auch krass, also der ist nicht schlecht, der Laptop, also er hat gute Hardware verbaut und trotzdem, wenn man da ein bisschen mehr mitmacht, hört er sich an, als wenn er gleich explodieren würde. Also ich meine, das sagt ja schon alles, so. Wenn ich streame, also ich habe mit dem gestreamt und schließe nur einen externen Monitor an, das ganze Ding ist schon maximal überfordert, ne? Also habe halt schon keinen krass. Platz für einen PC. Ja, kann ich auch verstehen, aber trotzdem, natürlich, dann geht's nicht anders und wenn man richtig Geld in die Hand nimmt, kann man auch einen sehr guten Gaming-Laptop nehmen, ne? Bekommen, auf jeden Fall. Aber man muss aber halt verhältnismäßig viel mehr Geld investieren dafür. Ja, also man würde für das Geld, was ich für den Laptop bezahlt habe, einen wesentlich besseren Tower-PC kriegen. Das Ding ist, jetzt wollte ich noch eine Sache sagen. Ach ja, genau. Also man kann ja auch, man kann ja auch kleine PCs bauen. Ne? Also es muss ja nicht immer diese Gaming-PCs, die man fertig kauft, das sind ja immer solche riesen Dinger, weil die dann noch LEDs drin verbaut haben und was weiß ich. Aber wenn man so ein bisschen guckt, kann man auch wirklich kleine sich zusammenbauen, die dann wirklich irgendwie was weiß ich, wenn ihr einen Schreibtisch habt, unten in die Ecke vom Schreibtisch oder was weiß ich. Ja, guck, hab auch einen und bin nicht zufrieden für 1200 Euro, ja, und das ist halt schon krass, ne? So. Ja. Aber man muss es halt auch verstehen, dass
das, was sonst in so einem Gehäuse drin ist, ist halt einfach in so einem kleinen Schlitz dann drin. Ne? Ja, und ne, wie gesagt, wenn das läuft, ist ja auch alles super. Also es ist ja auch generell erstmal nicht schlecht. Es hat ja auch Vorteile, also, ne, auf ja, jeden genau. Fall. Aber es hat halt gerade fürs Zocken halt auch Nachteile. Ja, und wenn man die Wahl hat, dann ist es, also dann würde ich auch immer eher... Hab einen Gaming-Laptop, weil keinerlei Platz für einen normalen Tisch und spiele auf dem Wohnzimmertisch. Klar, dann geht das nicht anders, ne? Und die Dinger gibt's ja auch und das hat ja auch einen Grund und also die haben ja auch eine Daseinsberechtigung und so. Aber ich würde mir halt, wenn ihr jetzt wirklich einen Schreibtisch habt und eh immer nur an diesem Schreibtisch zocken wollt, dann kauft euch lieber einen Tower-PC. Ganz kurz, Miss Nimmerland, Dankeschön für deine 12 Monate. Vielen, vielen Dank für deinen Resub. Ich danke dir. Übrigens, hier seht ihr jetzt mal gerade, wie diese Schienen hergestellt werden. Hier wird zweimal Eisen drauf gepresst und dann wird das noch zusammengedrückt und dann kommt da eine Schiene raus. Voll cool. Nesrin, Dankeschön für deine 8 Monate. Vielen, vielen Dank für deinen Resub. Schön, dass du da bist. Sie heißt auch Vanessa. Das hast du mir schon mal gesagt. Oh, entschuldige. Also wenn ich Nesrin sagen darf, wenn ich natürlich in der Vanessa sagen soll, dann sage ich das natürlich. Ich meine, es ist ja auch das Gleiche, genau wie bei Blackhead. Natürlich könnten wir auch Sarah sagen, aber wir haben halt auch... Aber wir haben schon so viele Sarahs und Blackhead ist halt Blackhead. Ja. Aber wenn natürlich jetzt jemand sagt, ich möchte das nicht, aber... Ja. Es ist so geil. Ja, ich liebe die Mod. Also es war am Anfang, war ich ein bisschen überfordert, aber es macht so Spaß. Also ich will das hier halt auch alles schön bauen. Das sieht halt alles jetzt ein bisschen Pain aus, aber ich möchte das auch noch schön machen. Und es macht schon Laune. Okay, 21 haben wir. Wir müssen noch ein ganz bisschen warten. Wir essen mal in der Zeit Spaghetti mit Meatballs von Nina. Aber sind Veggie Balls. Sehr gut. Wir essen mal Nina zu Veggie Balls. Guck mal, hier habe ich einfach 15 Workbenches. Das können wir mal hier lassen, das können wir auch hier lassen. Ich habe eine richtig gute Höhle für Eisen gefunden. Also es war sehr erfolgreich hier. Das ist schön. Nicht so viel. Also du kannst auch mal Eisen von mir haben. Ne? Wenn ich übrigens, ich werde meine Eisenfarming-Maschinen noch mal ein bisschen optimieren. Und zwar diese Crushing Wheels, die ich damals halt noch nicht herstellen konnte. Die sind halt deutlich effizienter und daraus werde ich das nochmal machen. Mhm. Und dann kriege ich bestimmt doppelt so viel. Aber ich mag es auch gern, in eine Höhle zu gehen. Nee, ich auch. Und vor allem muss man ja auch, also ich muss halt auch so Sachen wie Kupfer und Eisen, Gold und so farmen. Also von daher. Und Dias, genau. Kann man bestimmt auch mit der Mod machen, aber dafür brauche ich zu wenig davon. Nur Eisen brauche ich halt echt viel immer, deswegen wollte ich das halt automatisieren. Pasimi, Hallöchen, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hallo. Schön, ich nenne dich auch nicht Lukas, sondern immer Lukas. Genau, richtig. Nee, heute geht's nicht in Nether. Also, nee, heute nicht. Ich habe eben ein Video aufgenommen. Okay, wir nehmen die mal mit und gehen dann später nochmal und holen den Rest. Ja? Und, oh mein Gott, ich habe gerade eine richtig geile Dia-Quelle gefunden. 4 Dias. Ui. Nice. Auf jeden Fall habe ich da 6 Kinder erstellt. Warte ganz kurz, und Alina, ich habe eben schon gesagt, dass man Minecraft nicht kostenlos bekommt. Also du musst es kaufen. Also du, wie gesagt, das ist im Game Pass drin, wenn cool, ihr den Game Pass das am habt, besten dann war. Könnt ihr das da spielen. Aber ansonsten ist Minecraft nicht kostenlos, ihr müsst es kaufen. Und Spiele illegal runterladen ist auch übrigens uncool. Nur und so. Illegal. Das auch. Also ihr könntet ins Gefängnis kommen. Maisi, Hallöchen. So, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Auf jeden Fall habe ich da 6 Kinder erstellt und habe dann die nach ABC benannt. Also das erste Kind mit A, das zweite mit B, C, D, E, F, ne? Und dann habe ich denen halt immer ein Merkmal gegeben und das war dann halt so lustig, weil der erste hieß halt Anton und das war dann der aggressive Anton, ne? Und dann habe ich als zweites ein Mädchen erstellt und dann dachte ich so B, B, B. Und dann ist mir halt nur B eingefallen. Und das war halt das Kind, was halt so super anstrengend war. Und dann war es halt das belastende, also weil, ne, B, B. Und dann war es, also ich habe sie nicht so genannt, aber ich habe erst überlegt, ob ich sie die belastende B und Bea nennen soll. Und dann dachte ich aber, nein, dann beschwert sich Bea bestimmt, weil sie, also sie hat es lustig gefunden. Aber ich wollte nicht dann, dass es die belastende Bea ist.
Lustig. Es hieß jetzt im Endeffekt Bella. Aber ich habe gerade nicht verstanden, wieso du jetzt Kinder erstellt hast. Ich habe eine Challenge, jetzt Spoiler hier. Guck mal, exklusive Infos bei Lukas im Stream. Ich habe, oh ey, solo. Ich habe eine Gameplay-Challenge gemacht, wo ich 6 Säuglinge erstellt habe, die jeweils, also es gibt 6 Merkmale für die Säuglinge und jedes Kind hat ein anderes Merkmal. Und es war einfach schlimm, Lukas. Es war so schlimm, du kannst es dir nicht vorstellen. Wieso? Ja, weil es so anstrengend war. Also die Säuglinge sind halt so fucking anstrengend. Naja, ist ja, halt realistisch, ne? Habe ich dann jetzt auch herausgefunden. Ich habe halt noch nie mit denen gespielt. Scheiße. Ja, war auf jeden Fall sehr lustig. Und da war dann halt die belastende Bea. Also im Endeffekt hieß sie halt Bella, aber das fand ich sehr witzig. Ich glaube, die Kurve ist zu eng. Das sieht nämlich richtig blöd aus, wenn die Züge so um so enge Kurven fahren. Aber ja, ja, also du hättest es auch, also es gibt ja schon noch ein paar Namen mit B, ne, aber... Ja, aber als erstes ist mir halt Bea eingefallen, weil das ist auch so ein schöner Name. B-Name, der in meinem Leben präsent ist quasi. Ich muss mal jetzt kurz mal alle begrüßen hier. Elaria, Hallöchen, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Gangsalat, Hallöchen. Kea, Hallöchen. Wer ist noch dazugekommen gerade? Tiana, Hallöchen. I Heartbeat, mach's gut. Schön, dass du da warst. Fayara, ja, Hallöchen. Lilifee, Hallöchen. Schön, dass ihr alle da seid. So, wir müssen mal mit unserem Zug hier ein Stück zurückfahren. So, denn ich möchte da eine kleine Kurve noch reinmachen. Okay, hier komme ich wahrscheinlich jetzt nie wieder rein, wenn ich den hier abstelle. Und ich weiß nicht, wie ich hier wieder rauskomme. Ah, hier. Mir geht's sehr gut. Ja, packen ist belastend. Oh Gott, ja. Alles Liebe und viel starke Nerven. Wir sind noch im Urlaub und gehen gleich zum Strand uns den Sonnenuntergang angucken, wie nee. Schön. Schön. So. Tiana, das Bild, ne? Ich bin geschmolzen. Geschmolzen. Tiana hat so ein süßes Bild gepostet. Mit der kleinen Maus. Ich dachte, man kann da lang. Das war richtig. Da musst du mir das mal zeigen. Ja, mache ich. Und ihr Mann hat es auch gepostet und hat geschrieben, meine Mädels. Oh Gott, bin gestorben. So süß. Ja, ja, das ist schon... Ja, ja. Einfach Tweet. Nee, nein! Hä, wo bin ich denn jetzt? Oh, nee. Oh, nee. Was passiert? Ich habe einen falschen Block abgebaut und dann ist alles zusammen. Ist die zusammen. Ganze Brücke kaputt? Ja, nein, nicht die. Es ist auch nicht so schlimm, aber es ist ärgerlich. Es ist jetzt, klang jetzt gerade schlimmer, als es war. Jetzt kann ich euch wenigstens mal zeigen, wie das geht. Also man kann jetzt hier rüberlaufen, das ist nämlich super nice. Also richtig cool gemacht. Kannst damit halt auch voll geile Steigungen und so machen. Und jetzt kann man nämlich hier hin, kann das connecten und jetzt kann man noch Steuerung drücken. Hä? Okay. Achso, weil ich den gelöscht habe. Steuerung und dann macht er das so smooth und dann kann ich so machen. Zack. Und dadurch, dass ich jetzt diese Pfeiler in der anderen Hand hatte, hat er hier so einen Stahlträger drunter gemacht. Ja, also warte mal, das heißt, ich muss jetzt den löschen hier, ne? Hops, hops, hops. Ja. Jetzt wird gehopst. Hä, wo ist meine Spitzi? Weg. Ich setze hier mit. In deiner Ritzi. Oh Gott. Das war belastend, Nina. Okay, also ich muss jetzt so eine kleine, weil ich, also man kann halt theoretisch auch super enge Kurven machen, aber das muss ja auch immer alles ein bisschen realistisch sein. Ich mag das auch bei Modellbahnen nicht, wenn die da so enge Kurven fahren, weil das ist einfach super unrealistisch. Deswegen müssen wir jetzt erstmal die Bäume abholzen, müssen dann so fahren nach da und müssen von da dann so fahren. Führt jetzt keinen Weg dran vorbei. Alles fürs Realismus. So. Tritra
Trabi, dankeschön für dein Follow und Janina, dankeschön für dein Follow. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Macht's euch gemütlich. Party funktioniert wieder. Ja, es ist, ich habe nichts gemacht, ne? Ich sag euch ja, das ist einfach komplett random. Manchmal geht's nicht. Ich bin unschuldig, wirklich. Luxi, du kannst Ausrufezeichen MC Mods. Achso, ich dachte gerade, du nennst mich Luxi. Luxi! Also auf jeden Fall gibt es mit MC Mods. Genau, oder ihr gebt einfach Minecraft, so wie es im Titel steht, einfach bei CurseForge ein. Und genau, der vielleicht noch als Info, das steht aber auch auf dem Discord, also falls ihr einen Server habt, es gibt eine neue, also die neueste Version vom Modpack ist auf einer neuen Forge-Version, das müsst ihr dann im Server einfach ändern. Ihr seht aber ja in CurseForge, seht ihr immer, welche Forge-Version gerade benutzt wird, die müsst ihr einfach in eurem Server auch einstellen. Genau, also wir sind jetzt mittlerweile bei der 1.4-Version von dem Modpack. Genau, nur falls euch das interessiert. Und falls nicht, auch nicht schlimm. Pech. So, was ist jetzt hier wieder? Ach, das ist mit dem Baum connected. Kleiner Geheimtipp. Heiße Nudeln mit kaltem Kartoffelsalat. Wild. Ich bin ja für sowas auch immer zu haben, muss ich sagen. Ne? Also, ich habe jetzt auch Hunger auf Kartoffelsalat. Zumindest es so zu probieren. Also, hätte ich schon Bock drauf. Was essen wir heute Abend? Nichts Besonderes, weiß ich noch nicht, aber nichts Besonderes. Hab am Wochenende genug gekocht, keine Lust. Das stimmt. Fertig mit dem Hausi, wie schön. Übrigens, ihr könnt sehr gerne, wenn ihr ein Haus baut oder so, ne, könnt ihr das sehr gerne in unseren Minecraft-Channel irgendwie posten oder so auf Discord. Ne? Also, ich hätte Lust, eure Sachen zu sehen. Oder wenn ihr mit dem Modpack irgendwas Cooles macht oder so, könnt ihr das gerne reinschicken. Wir haben verschiedene Minecraft-Channel. Ihr könnt das aber auch einfach bei dem Minecraft-Server reinpacken. Das ist eigentlich egal, wie ihr das gerne möchtet. Oh, es gibt gleich Pizza, wie lecker. Boah, Kartoffelsalat habe ich noch nie selber gemacht, ne? Aber deine Mama. Ja, aber ich glaube, das wird mal so. Alter, ist das ein Riesenbaum? Ich mag gerne Kartoffelsalat. Junge, was ist denn das für ein Baum? So, wo hat der jetzt hier wieder sein Holz drin stecken? Hier ist doch gar nichts. Kocht Nina auch manchmal, nicht böse gemeint. Formuliert. Ist nicht erlaubt. Nicht so. Erlaubt das nicht. Nein, Spaß. Ist einfach so, keine Ahnung. Ich koche halt einfach. Also es ist ja traditionell eigentlich immer so eher, dass die Frau kocht. Und da also, sagt ja dann auch keiner, kocht Lukas eigentlich auch manchmal? Also, Nina hat gestern gegrillt, falls es euch interessiert. Bei uns ist halt einfach alles andersrum. Gut, wir haben auch nur 4 Würstchen gegrillt, wovon wir nur 3 gegessen haben. Aber die habe ich richtig toll gegrillt. Aber die hat sie sehr gut gegrillt. Scheiße. Mann, ich brauche, Mann. Nee, aber das, also, ups, Luki will das auch nicht. Also es ist nicht so, dass ich ihn immer zwinge zu kochen, ne? Er kocht gerne und aber man muss auch sagen, wenn, also, nee, ist egal. Sag, ich will's hören, ich weiß genau, was du sagst. Was denn? Ja, sag. Nee, möchte ich nicht sagen. Doch, sag es jetzt. Ich kann das ab, sag jetzt. Dindin, Hallöchen. Ja, zum Beispiel. Sag es jetzt. Ja, Nina sagt dann immer, ja, dann kaufe ich mir halt was. Oder so. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, doch schon. Ich sag das nur, weil Lukas möchte halt, dass ich jeden Tag was mit ins Büro nehme. Ist ja auch, also ist ja auch voll süß. Ja, weil man das ja auch so macht. Ja, aber ich esse halt nicht so gerne Brot wie er. Ich esse auch nicht gerne Brot. Du kannst dir auch was anderes machen. Ja, aber auf jeden Fall sag ich dann halt, wenn, sag ich mal halt, dann kaufe ich mir halt was. Und dann sagt er nee und dann macht er mir halt was. Also, ja. Ja.
Aber theoretisch habe ich auch jetzt 27 Jahre ohne Lukas überlebt. Also ich kann schon auch kochen, nur es ist schöner mit ihm. Oh, Nudine, das hört sich geil an, ja. Das hört sich richtig gut an. Muss man auf dem Server jede einzelne Mod neu runterladen? Das ist auch eine gute Frage. Also, das ist ein bisschen blöd. Also beim Server muss man halt das immer manuell machen. Das kannst du ja nicht über CurseForge machen. Zumindest weiß ich nicht, ob das geht. Also mein Tipp ist einfach, geh auf deinen Server, nimm alle Jar-Files, lösch die einmal. Also der Server ist aus, lösch alle Jar-Files, zieh alle neu rein von deinem Modpack, ne, kopierst du einfach rüber und lösch dann wieder die raus, die halt nicht auf dem Server sein sollen. Da steht ja auf dem Discord, welche du da rauslöschen musst. So würde ich es machen, weil, wie gesagt, es gibt jetzt nicht nur neue Mods, sondern auch geupdatete Mods. Also zum Beispiel, das ist nämlich super nice, hat die Create-Mod, hat ein Update bekommen. Und auch wenn ihr Create an sich nicht benutzt, ist das trotzdem nice, weil es gibt jetzt zwei Blöcke. Und zwar sind das diese beiden Blöcke, die könnt ihr mit jedem anderen Block, also so ein bisschen wie die Carpenter-Mod, die es ja nicht leider für diese Version gibt. Und es gibt eine andere Mod, die heißt irgendwas mit Frame-Dings, die funktioniert aber aus irgendeinem Grund nicht. Muss ich nochmal rausfinden. Auf jeden Fall könnt ihr da jeden beliebigen Block reinsetzen. Das ist also super geil, um irgendwelche Detailarbeiten zu machen. Und so habe ich bei der Lok auch benutzt. Also ja. Belli, Hallöchen, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Hallo! Ich glaube, du warst krank, ne? Oder? Gute Besserung auf jeden Fall. Vielleicht vertue ich mich da aber auch gerade. Also meistens ist es so, dass wenn ich mich an was erinnere, es dann doch wieder falsch ist. Also. Aber ich wollte noch mal kurz sagen, bevor das jetzt so wirkt, als wenn ich nicht dankbar dafür bin, wenn Lukas mir Brot macht. Ne? Ich liebe das. Nur, ich möchte halt, also ich habe halt keine Lust, mir das selber zu machen. Ich bin eine faule Sau. Ja. Wieso löst der sich nicht auf? Ja, wahrscheinlich, weil der dann mit dem Baum noch connectet. Das ist doch wieder belastend. Was ist die aktuelle Mission? Ja, das sieht gerade ein bisschen random aus, aber erkläre ich mal kurz. Deswegen muss ich diesen Baum hier abreißen. Also, wie du siehst, sind hier Bahnschienen. Ja, und ins Haus kann ich gerade nicht, weil es da so leckt. Und deswegen baue ich jetzt hier weiter. Da hinten ist ja Ninas Gebäude. Hier ist mein Haus. Und man könnte einfach da langlaufen. Man könnte aber auch einfach mit dem Zug hier hinfahren. Mann, es ist einfach, Minecraft ist einfach, das ist kein sinnvolles Spiel. Das ist einfach ein Spiel, weil es Spaß macht. Auf jeden Fall baue ich jetzt hier einen Tunnel, der dann da hinten rauskommt. Dann fährt man mit dem Zug über die Brücke und kann dann da vorne bei Nina halten. Ja. Also das ist der Plan. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal so ein bisschen um die Kurve gehen. So, um dann hier in den Berg reinzudüsen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie weit wir da genau müssen. Guck mal, hier leckt es halt einfach nicht, ne? Oh, ich bin aus irgendeinem Grund voll. Ja gut, weil ich viel Müll wieder drin habe. Ah, warte mal, wenn ich den ausmache, geht das vielleicht wieder? Ich habe keine Ahnung, wie ich in die Höhle reingekommen bin. Sie hat keine Ahnung, Chat. Ist aber nicht schlimm. Ahnung. Ich buddel mich hier gerade raus. Hä, wo ist mein Ding? Ach, da. Da ist das Tageslicht. Es ist sinnvoll, weil es Spaß macht. Das stimmt. Also Minecraft ist halt für mich einfach wie Lego spielen, keine Ahnung. Ja. Ich habe mal gedacht, es wäre voll lustig, mal so ein Lego Texture Pack zu installieren und dann einfach so durch so eine Lego Welt zu laufen. Verstehe ich nicht. Ach so. Naja, dass halt jeder Block so Noppen hat und so. Mhm. Wäre doch voll lustig. Zum Totlachen. Ich fände es lustig. Das hättest du jetzt auch gesagt. Ja, stimmt. Okay, hier ist eine Lavaquelle. Die dürfen wir mal nicht vergessen. Da könnte man recht gut... Wahrscheinlich laufe ich da später rein, aus Versehen. Au, 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 au.
Ja, ich weiß nicht so ganz, wie ich am besten die Kurve so mache. Wow, ne? Toll. Also wir müssten so, dann müssten wir ein Stück nach hier und dann müssten wir von da wieder so. Wo bist du denn? Ich? Ja. Klemmbaustein, Entschuldigung, ja. Werd mir jetzt auch Minecraft für die PS4 kaufen, wie cool. Ich stehe hier oben auf dem Berg. Und der Lukas wird schon einen Grund haben, warum er euch seine Wohnung gelassen hat. Warum er euch in seine... Ach, in seine Wohnung... Hä, warte. Na, weil ich... Ach so, jetzt... Ja. Ich dachte, es wäre aufs Spiel bezogen. Nee. Jetzt habe ich es verstanden. Wo bist du denn? Ich bin hier. Wo denn? Willst du zu mir oder was? Nein, ich bin über dir oder so. Du kannst mir auch helfen, das Loch zu graben, ne? Nein, hier, guck. Ich gucke hier so auf deine Brücke runter. Ich bin aber nicht bei der Brücke. So. Na gut, dann springe ich da jetzt rein. Tschu! So, das heißt, wir machen hier eine Kurve. Eine Kurve? Eine Kurve. Habe ich jetzt schon wieder irgendwas auf Türkisch beleidigt? Das war, wenn überhaupt, Russisch oder so. Also. Und ja, ich glaube, es ist auch eine Beleidigung. Ich beleidige Maus. Ich weiß doch immer nicht, was es heißt. Oh, du hast eine Mandelentzündung. Oh, das ist richtig unangenehm. Gute Besserung. Gute Besserung. Oh, ich hatte das einmal. Das hat echt richtig weh. Hm. Ich hatte sogar schon mal eine Seitenstrange an Lina. Was für eine Alina? Angina. Also, kenne ich nicht. Ja, weiß auch nicht so richtig, was es heißt, aber hatte ich halt. Ah, Polnisch, okay. Ich dachte, es wäre Russisch. Und was heißt das? Nee, schreibt es nicht in den Chat. Na gut. Obwohl, ich glaube, das ist einfach nur so... Ich glaube, das ist nur Fluchen, ne? Also so wie so Mist sagen oder so. Halt ein bisschen schlimmer. Etwas Böses. Schreib's einfach nicht rein. Ist egal. Aber das Ding ist, also es gibt ja zwei Arten von Mandelentzündungen. Also es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber es gibt ja einmal welche, die durch ein Virus kommen und einmal die durch Bakterien kommen. Und das Ding ist doch eigentlich, also ich weiß jetzt nicht, was du hast, aber wenn die durch Bakterien kommen, nimmst du Antibiotika und dann ist es doch eigentlich nach ein, zwei Tagen tut es doch dann schon nicht mehr weh, oder? Aber beim Virus musst du halt einfach warten, bis es vorbei ist. Das ist dann natürlich painy. Blackhead, mein Bruder, hatte früher auch ganz oft Scharlach. Was ist das denn? Auch irgendwas, so eine Kinderkrankheit oder so. Ich also gehört habe ich es auch schon. Was dann passiert. Aber ich wüsste jetzt nicht, was das ist. Irgendwas Rotes. Ausschlag? Ja, aber ich weiß nie, ich glaube auch was im Rachen oder so, oder? Ausschlag im Rachen. Bin mir nicht mehr so sicher. Oder im Drachen. Haha. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich bin halt ein Mensch, der kein Antibiotika nehmen will. Ja gut, aber wenn du Bakterien hast und kein Antibiotika nimmst, dann kann das halt chronisch werden. Das ist ja auch nicht so geil. Also ich meine, weil bei Bakterien... Also ich sehe das auch so, so wenig Antibiotika. Ich musste auch in meinem Leben, glaube ich, erst einmal Antibiotika nehmen und zwar genau da. Aber ich meine, wenn das halt Bakterien sind, dann... Sind es halt Bakterien. Sind es halt Bakterien, so. Oder? Also ich bin ja auch kein Arzt, aber eigentlich, also natürlich kann der Körper auch mit Bakterien klarkommen, aber es kann halt auch passieren, dass es dann chronisch wird, oder nicht? Mhm. Aber ich bin, wie gesagt, auch kein Experte. Ich stelle jetzt hier einfach meine Laterne hin. Ups. So, haben nämlich keine Fackeln. Aber ich finde das auch ganz schlimm, diese Leute, die zum Arzt gehen und sagen, ich will jetzt Antibiotika haben. So, es ist ein Virus, ja, ich will jetzt Antibiotika haben. Kann ich ja auch aber nicht das verstehen. Ja, aber das sind diese Arbeitstiere, die einfach sagen... Ja, aber es ergibt ja nicht mal Sinn, es bringt ja nicht mal was. Ja. Also das wäre ja so, keine Ahnung, als...
Als wenn man der Ava Antibiotikum gibt, obwohl sie nichts hat. Als hätte ich ein gebrochenes Bein und schmiere mir Pferdesalbe auf die Schulter. Also das ist ja Quatsch. Mhm. Das bringt ja nichts. True. Mila, Hallöchen, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wie kann ich in den Kreativmodus wechseln? Wenn du in deinem Singleplayer spielst, dann musst du beim Weltgenerieren einstellen, dass du Cheats erlaubst. Wenn du das nicht gemacht hast, kannst du aber auch sagen, dass du es über LAN eröffnen willst und dann einfach da einstellen, dass du Cheats machen willst. Und dann gibst du ein / Game Mode, Leertaste Creative. Es gibt auch eine Tastenkombination, die vergesse ich aber jedes Mal. Wird aber bestimmt gleich jemand in den Chat schreiben. Ich bin ein bisschen dumm manchmal. Hm. Antibiotika ist Mehrzahl. Ja, aber ich nehme ja auch mehrere Antibiotika. Also ich nehme ja nicht nur eine Tablette, sondern mehrere. Also es ist dann Mehrzahl. Puh, gut gerettet. Ja, du hast natürlich recht. Weißt du, jetzt habe ich hier keine Kohle. Also manchmal, ich habe so viel Kohle und jetzt habe ich keine Kohle. Ich raste aus, ja. So. Julia, ich habe keine Ahnung, aber vielleicht weiß das jemand. Ich habe schon wieder einen Enderman gehört. Habe ich hier noch Kohle drin? Ich glaube, das geht doch gar nicht, oder? Ach, mit Behutsamkeit geht das bestimmt. Ich finde, das ist so ein süßes Wort. Auf Englisch heißt das Fortune, oder? Oder ist das was anderes? Weiß ich nicht. Ich habe hier auch keine Kohle. Ich will jetzt nicht wieder zurücklaufen. Geh doch in deine Kohleproduktion. Ja, weißt du, wie weit das alles auseinander ist? Und falls ihr jetzt sagt, ja, Lukas, warum baust du so weit auseinander? Ich habe es ja extra so weit auseinander gebaut, damit es nicht leckt. Aber wie ihr seht, bringt das nichts. Ich hätte noch weiter wegbauen müssen. Es ist schon schwierig, ich ist zu sein. Ist mein Walnussbaum schon gewachsen? Aber ich glaube tatsächlich, dass ich diese Fabrik unter meinem Haus direkt komplett wegmache, weil ich glaube, die fügt auch ein bisschen zum Leck. Toll, toll, toll. Oh, das ist wirklich der Wald der Monster hier, der Monsterwald. Wo ist meine Schere? Fahr doch mit dem Zug. Frage mich. Den hier, ja, das bringt noch nicht so viel, weil das dauert irgendwie genauso lange. Ja, richtig clever. Guck mal, da kann ich nämlich auch schon ein paar Schienen mitnehmen. Oh, geil, 2 Stacks. Okay, jetzt fehlt uns davon was. Gib mir die Walnüsse. Sagt ihr Walnüsse oder Walnüsse? Ich sag Walnüsse. Ich sag auch Walnüsse. Wir hatten früher mal, also der steht da immer noch, ein Walnussbaum vor der Haustür. Mhm. Deswegen ist es mir eine sehr präsente Nuss. Mhm. Dann wusste ich immer, der Herbst ist da. Der Herbst, er ist da. Nee, der Kennst Herbst. Kennst du das Gedicht? Der Herbst ist da. Er bringt uns Nina, Wind. Nee. Hi, Hussas. Stopp. Schüttelt ab die Nina. Blätter, bringt uns Regenwetter. Ai, ai, Hussas. Ich wollte Kohle mitnehmen. Der Herbst ist da. Alter, ich habe so viel Kohle. Brauchst du auch ein bisschen Kohle, Nina? Ja, ich würde ein bisschen nehmen. Toll, ich habe mal noch eine Fackel. Also eine. Ich habe so viel Müll hier. Ich muss mich mal gerade entledigen. Entledige dich mal. Sagt man das nicht so? Weiß ich nicht. Scheiße weg. Ich verspreche euch, wenn ich mal meine Sachen hier so ein bisschen fertig habe, dann werde ich auch mal aufräumen. Aber jetzt gerade nicht. Keine Lust. Ich habe so viel Kohle, Alter.
kannst doch nicht Nina fragen, ob sie sowas kennt. Ja, stimmt. War dumm. Sehe ich ein. Oh nein, ich bin im Monsterwald. Wald. Hier wird's... gewaldet. Gewaldet. Jasmin, Hallöchen, wie geht's dir? Und war Nina, du kriegst jetzt Kohle. Hä, was ist denn das für ein Baum? Ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. Nina, du kriegst jetzt Kohle. Ja, ich freue mich. Übrigens, solltest du hier noch einen Zaun machen, sonst können die Tiere und Monster von hier oben in dein Dings hier rein. Komm mal her. Wo bist du denn? Danke, danke, danke. Endlich wäre ich mal ein bisschen Kohle los hier. Also ich habe noch eine ganze Kiste voll, ne? Kannst du noch mehr haben auch. Ich freue mich. Ich habe schon wieder vergessen, wofür ich überhaupt Kohle brauchte. Wofür brauchte ich denn jetzt Kohle? Weiß ich nicht, aber du hast eben gesagt, ich habe keine. Habe ich das jetzt gerade ernsthaft alles für Fackeln gemacht? Ernsthaft, Lukas? Really? Jetzt habe ich auf jeden Fall eine Menge Fackeln. Das brauche ich nicht. Und Gerstenkorn, das hatte ich auch schon zweimal. Richtig das Pain. Pain. Ich hoffe, es geht schnell weg. Oh, stimmt. Da, ich habe auch mal ins Auge Antibiotika genommen, aber... Der Herbst ist da. Ins Auge. Ja, so Tropfen. Erzähl mal was Interessantes. Habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Habe ich nicht gedacht. So, ich glaube, die Kurve müsste kurventechnisch reichen. Lustig. So. So, dann wollen wir nochmal gucken, wie der jetzt hier uns die Kurve machen würde. Da wollen wir doch jetzt mal gucken hier. Kurz zum Schweizer geworden. Wir könnten das so machen. Das ist lustig. Too far away. Ich gebe dir gleich too far away. Ja, wir könnten jetzt so machen. Ja, warum macht der denn die Kurve nicht weniger geschmeidig, mehr geschmeidig? Das ist ja alles Gemüse. Beans, kommt der da Onions, so gut rum? Gellien, ist schon eine enge Kurve. Garlic, Bean, Amaranth, Gatterotte, Pineapple. Nee, ist scheiße, ne? Zucchini, Chili Pepper, Radisch, Brasselsprout. Wieso macht er das jetzt hier nicht? Ah ja. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ist aber wirklich. Habe ich das gut gemacht gerade? Ja, also ich finde, man hat das. Also es war schon schweizerisch. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich gesprochen habe. Du wolltest das eigentlich ursprünglich nicht so machen, glaube ich. Nee, wollte ich nicht. Ist einfach so geworden. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie ich gesprochen habe, ehrlich gesagt. Das hat sich sehr. Also die machen immer so. Genau so. Die Schweizer laufen so immer durchs Land. Die laufen und den ganzen Tag rum. So kommunizieren die. lustig. Ich höre das. Weiß ich will was auch. Ist. Na klar. Aber ich mag lieber Maiswaffeln. Glaube ich. So, wollen wir nochmal gucken. Also die Kurve ist schon hart, aber geht noch. Ja, ist nicht toll. Aber ist okay. Das hier, das Stück ist halt... Wie du da düst. Das Stück ist halt doof hier.
Ja, egal, kann man nichts machen. Ich kann nichts machen. Ist halt Minecraft, ne? Hanna, Hallöchen, wie geht's dir? Hallo. Nutella, dankeschön für dein Follow. Lecker. Bin der Düser. Junge, die ist ganz schön hoch. Ich glaube, ich muss hier ganz schön viel... Also Nina, wenn du mal Bock hast, so ein bisschen mit mir hier was auszugraben, ne? Also... Mhm. Ja, schon, die Begeisterung ist auf jeden Fall da. Mhm. Oh, hier muss ich ja gar nicht. Nina schon wieder am Snacken. Ja, was erwartest du? Die Snackmaus. Komme ich da jetzt hoch? Ja, klar, komme ich hoch. So. Alter, das ist ein Riesending. Können wir diese Woche nochmal Kartoffelpuffer machen? Ja, mal gucken. Warum lachst du darüber? Random Fragen beim Minecraft-Spiel. Das sind die wichtigen Fragen. Weißt du, ich mag halt meine Lok wirklich, ne? Ja, das ist doch schön. Mach doch einen Tunnel. Ja, mach ich ja. Aber der Tunnel muss ja mindestens so hoch sein wie die Lok, ne? Also... Und das ist ja gerade das Problem hier, weil die so groß ist. Und Nina mir ja nicht helfen will, partout einfach nicht. Lukas, ich bin am Arbeiten. Ja, ich auch. Ich baue die Infrastruktur hier für deinen Großhandel, den du bald machst. Ich kann nicht in meiner Freizeit hier einfach wie andere im Busch buddeln. Sag mal, ich mach hier im Busch buddeln. Ich buddel dir gleich mal im Busch. Ich bin eine vielbeschäftigte Frau. Ja, aber ohne mich könntest du deine Waren gar nicht exportieren. Lukas, die kauft eh keiner. Das ist traurig. Peanut Butter and Pancakes. Ich muss jetzt wieder ein Stück vor, Leute. Willst du das essen? Nee. Warum? Ja, weil du mir nicht mal in meinem Tunnel helfen willst. Ja, ich will das essen. Ja, aber warum soll ich dir denn helfen? War doch ein Witz. Richtig bockig. Ja, warum soll ich dir denn helfen? Mann, mein Ding ist viel zu... Hallo, Amaya. Wo kommt die denn her? Weiß ich auch nicht. Ist die müde? Nee. Also ja, weiß ich nicht. Jetzt gerade nicht. Gerade macht die Party. Was macht die? Party zwischen meinen Beinen. Ja. Ich kann übrigens gut mit Amaya kommunizieren. Ich bin da nämlich ein Profi drin. Die ganze Nee, das war falscher Akzent, Nina. Entschuldigung. Musst du machen. Amaya, wo bist du? Komm mal her. Amaya, gleich überfahre ich dich wieder. Amaya, nicht hinter den Stuhl. Ach, Amaya. Jetzt hast du wieder deine 3 Minuten, ne? Komm mal her. Mach mal brrrt ins Mikrofon. Mach mal brrrt. Nein, nicht daran reiben. Mach mal brrrt. Mach mal. Brrrt. Das macht sie nur, wenn sie auf dem Boden ist. Amaya, kratzt nicht so. Ja. Mach mal. Amaya hat heute einen Pieks in den Po gekriegt. Fandst du das toll? Amaya, so kannst du aber nicht bleiben jetzt, ne? Mach dich doch auf den Stuhl. So. Tschüss.
Bestimmt Hunger, oder? Oder ist da noch Essen drin? Gucke gleich. Also ein bisschen ist eigentlich noch drin. Nee, die hat jetzt die ganze Zeit geschlafen. Die will jetzt einfach Aufmerksamkeit. Vielleicht will die raus. Lass sie doch jetzt nochmal raus. Oh Maja. Sieht, man hat nicht die Amaya gesehen, sieht so aus, wenn du die rausgekickt hättest. Ich habe die gar nicht berührt. Ja, aber man hat das aber ja nicht gesehen. Aber wenn die halt hinter sich einen Fuß sehen, ja, dann rauchen die, die, sonst stehen die da immer stundenlang und gucken erst raus. Die denken auch immer, man hätte ewig Zeit in seinem Leben. Ja, aber du bist auch so ein schneller, wisst ihr Leute, wie schnell Lukas losfahren kann? Es ist einfach so krass. Er steigt einfach ein und das Auto läuft schon, obwohl er noch gar nicht sitzt. Hä? Also, ja, es ist einfach logisch. Faszinierend. Ganz normale Umstände sind das. Nee. Für mich bei nicht. Dir nicht. Ich brauche immer noch 5 Minuten Eingewöhnungszeit. Ja, wie baue ich jetzt diese blöde Kurve? Das ist jetzt die Frage. Ist das jetzt ungefähr gleich? Ne, wir müssen ein Stück noch nach vorne, ne? Soll ich das eigentlich hier im Stream machen oder sagt dir Lukas, mach lieber was anderes? Das ist ja übertrieben langweilig. Lukas, es schauen dir gerade 230.000 Leute zu. 230.000 Aber vielleicht sagt ihr ja lieber, ich möchte lieber das, und weil es gibt ja so viele Dinge, die wir noch machen können, aber... Ansonsten ja, aber wir haben ja auch noch ganz viel Minecraft im Stream vor uns. Stimmt, ist auch doch wieder total schön. Das stimmt. Außerdem gab es ja die letzten 2 Male Action. Ja, und du musst nicht immer denken, dass du immer performen musst. Das, nee, ist das denke ich ja auch nicht. Aber schön. Ich bin jetzt hier die ganze. Also, das wird jetzt diesen Tunnel zu bauen, wird jetzt wahrscheinlich bis zum Ende des Streams dauern, ne? Also, wir müssen den auch noch einen breiter machen, weil sonst sieht das übelst komisch aus. Und das Problem ist, was wir jetzt gleich bekommen: Ich muss eine Kurve bauen. Und diese Kurve muss dann auch noch zu dem Zug passen. Es wird wirklich schwierig im Chat. Warte mal, ich muss mir mal einmal gerade was machen. Ich muss jetzt mir mal aufschreiben, wo, an welcher Position wir rauskommen wollen. Dann können wir nämlich genau... Nee, aber ja, ist auch recht billig. Vor allem, dann würde ich halt sagen, ja, dann guck halt nicht. Manchmal stelle ich halt auch dumme Fragen, ja? Das ist alles ein bisschen widersprüchlich hier. Bei Nina ist es nie widersprüchlich. Widersprüchlich. Was habe ich jetzt wieder falsch gesagt? Widersprüchig heißt das. Also, ich sage, ich bin dumm. So, jetzt muss ich mir mal gerade dieses... Ich habe nur keinen Stift, der funktioniert. Ach, mein Leben ist einfach nur hart. Im Flur, in der linken Schublade, rechten. Ich bin im Flur, ich bin am Stream, kann ich nicht einfach aufstehen? Ja, aber dann leg die doch mal, nimm davon dann mal einen und leg den auch mal an deinem Schreibtisch hin. Ich hätte Nasenspray. Ja, du brauchst aber jetzt kann ich nicht schreiben. Guck mal hin, in meiner Schublade hinten, da ist glaube ich auch einer drin, in der obersten. Ja gut, der Storch war wirklich belastend, das gebe ich zu. Ich habe jetzt einen Kirschbaum gepflanzt, Leute. Nur damit ihr das wisst, ne? Habe ich gemacht. Mir egal, ob ihr das wollt oder nicht. Ich habe jetzt einen Kirschbaum. Und jetzt kann ich mit den restlichen Kirschen nämlich Kirschmarmelade machen. Ah, supi. Aber ich schreibe es mir trotzdem nochmal auf. Es hat eine kleine Ava vor der Tür gewartet. Die musste ich gerade noch einlassen. Oh, ein kleines Baby. Die kriegt ihre letzte Dosis heute. So, jetzt muss ich zum anderen Punkt. Warte mal, den markiere ich mir auch mal. Wow, ich hätte den einfach hier rein. Ich bin so dumm, ne? Ausgang. Ich bin so doof, ne? Was ist?
Ja, ich hätte einfach mit der Mod mir den Punkt markieren können. Stattdessen, was mache ich? Schreib mir den manuell auf. Nicht dein Ernst. Dumm. Ja, komm, du hast auch nicht dran gedacht. Ja, aber ich wusste nicht, was du mit dem Stift machst. So. Okay, pass auf. Ja, ich muss jetzt Berechnungen durchführen. Und zwar sind wir hier bei, hallo Awa, 864. Das heißt, nach rechts müssen wir jetzt 18 Blöcke, korrekt? Ich finde, Zuckerrohr ist irgendwie undankbar. Müssen wir nicht jetzt 18 Blöcke nach rechts, Chat? Haben wir jetzt verrechnet? Nee, ne? 4? Nee, 16. Nein, 18. Ist richtig. So, das heißt 18 so. Und das heißt, jetzt muss ich hier auch 18 dazu rechnen. Ey, es gibt gleich Essen, okay? So, was ist denn das? Das sind dann 7. 4, 5. Scheiße, ich muss das abziehen, nicht dazu rechnen. Geht gleich weiter, Leute. Ich muss jetzt 1139 minus 18 rechnen. Das sind 1, 2, 1, 1. Also 11, 1121, korrekt? Das heißt, dann muss ich jetzt hier bis zu 21 vor. Wenn das jetzt passt, meine Rechnung. Das heißt, wir müssen jetzt genau von hier 18 Blöcke nach da und 18 Blöcke nach da. Guck mal, da ist Nina. Wo bist du? Ich sehe deinen Namen. Hallo. Hallo, ich hab dir was mitgebracht. Krieg schon wieder neues Essen. Och, toll. Kirschkuchen. Lecker. Ich hab so viel Essen. Oh, toll. Du bewegst dich zu wenig. Nee, ich bewege mich ganz schön viel. Aber dein Essen füllt einen immer so voll, bald rollig. So, okay, also hier ist der Eingang. Eingang. Das heißt, wir müssen jetzt 18 rüber. Hallo, Herr Melone. Hallo. Schön, dass du da bist. Kann ich Schienen durch eine Wand durchplatzieren? Sechs Peanuts. Ja, das geht. Okay, dann versuche ich mal gerade was. Wahrscheinlich ist die Distance zu weit, aber wir versuchen es. Kakaobohnen. Wenn wir jetzt von... Scheiße. Hä? Kein Sinni. Kein Sinn. Das sagt kein Sinn. Kein Sinn. Ja, ist eigentlich wirklich kein Sinn. Kein Sinn. Weil die Schiene existiert gar nicht mehr und der will, dass ich die jetzt setze. Was ist das? Hä, ist der Blödi? Och, toll. Och Mann, was ist denn jetzt hier? Salz? Ah, sneaky to resette. Wer kennt's nicht? Sneaky zu resette. Ja, aber sonst müsste ich noch weiter bauen. Da habe ich ehrlich gesagt... Außerdem im Tunnel sieht man es auch nicht. Okay, dann hätte ich das auch gar nicht... Ja, wir gucken, wie es aussieht. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man die so groß bauen kann. Das müssen wir jetzt mal schauen. Boah, guck mal. Wenn ich die nicht smooth mache, brauche ich 14 Stücke und so brauche ich 28. Scheiße, ich habe einen Block zu weit gesetzt. Ich hätte hier hinsetzen müssen. Okay, jetzt müssen wir das Ding nachbauen und einfach gucken, ob das... Ah, ich glaube, das ist aber recht smooth. Smooth. Nina macht sich einfach immer lustig über mich, Chat. Stimmt nicht. Du machst dich auch immer lustig über mich. Ja, stimmt. Es ist ein Geben und Nehmen. Stimmt. Hast recht. So, dann machen wir nämlich das jetzt mal hier anders. Mein Hallöchen, wie geht's dir? Wir machen das nämlich jetzt anders, Chat. Die ganzen Samen kommen nämlich jetzt hier rein.
Dadurch haben wir in der Box nämlich mehr Platz. Reis. Ich mach mal was mit Reis, ne? Du magst auch gern Reis. Ich mag Reis. Scheiße. Was gibt's denn? Crispy Seaweed. Ich kann das jetzt in meinem Ding machen. Rice. Rice Cake. Rice Pudding. Pudding! Eaten Rice. Warte mal. Ich weiß, ich stelle gerade die ganze Map mit Kisten voll, aber das ist mir jetzt gerade egal. Aha, dafür brauchte ich das. Dafür? Ach so. Ich finde es schön, dass Ava jetzt neben mir sitzt und sich putzt. Ja, ist doch schön. Wenigstens meckert sie nicht. Soy Sauce. Okay, jetzt geht sie. Und wo ist denn das Tröpfchen? Ja, das ist halt wirklich so lustig, dass Nina in Minecraft halt die ganze Zeit am Kochen ist. So. Das macht dann echt auch Spaß. Nicht so wie in Minecraft. Ach, da ist noch mehr Pokéball. Man kann Oh, wir Pokéballs sind hier wieder angekommen. Ist das toll. So, und jetzt müssen wir die noch connecten. Orange Chicken. Oh, Luki, das müssen wir auch wieder essen. Lecker. Oh, ist das lecker. Oh. Ja, top. Die Watte quillt. So. Hast du das immer gesagt? Nee. Dachte ich jetzt. Soy Sauce. Hä? Wie mache ich die nochmal? Was für eine Verarschung hier. Soy. Ja, shiny mit Sojabohnen. Korrekt, mit Sojabohnen. Überraschung. Die Überraschung des Tages. Für Sojasauce braucht man Sojabohnen. Nina, du bist so schlau. Ja, ne? Und jetzt mache ich Raw Duft. Fakun, wo ist das denn? Du Fakun. Ach, du Fake. Es gibt eine Mod, durch die man mehr Herzen und Buffs bekommt, je mehr unterschiedliche Gerichte man isst. Was auch nice, ne? Wow. Ich mache cool. Jetzt. Warte, wo ist denn jetzt? Was fehlte mir? Das. Jetzt habe ich davon keins mehr. Das ist wirklich traurig, Luki. So traurig. Ja, ich weine auch. Traurig. Der muss weg. Der. Also wir müssen den wahrscheinlich eh noch breiter machen, weil der Zug sonst alles wegrammt hier. Beziehungsweise andererseits, man sieht es halt nicht, ne? Naja, wir bauen das jetzt erstmal so aus, dass wir hier durchdüsen können. Das ist das erste Ziel. Und dann können wir es immer noch breiter machen und dann auch halt später den Eingang und so verschönern. Das kommt natürlich auch. So, und wie mache ich jetzt das? Also du kannst Rice. Uns gerne mal den Namen schicken. Also Beans and Rice. Beans and Rice. Beans and Rice. Beans and Rice. Rice, Rice, Rice and Beans. Jetzt müssen wir nochmal in die andere Richtung. Dann müssen wir das halt noch alles hochbauen. Aber das kriegen wir hin. Beans. Paprika. Wir brauchen Paprika. Bell Pepper. Endlich Feierabend, wie schön. Und ein Topf. Das aber spät. Feierabend ist der schönste Abend, ne? Finde ich nicht. Wieso? Weil das heißt ja, dass man arbeiten musste. Ja, ja oder nicht? Ja. Dann ist doch ein schönerer Abend, wenn man einfach vorher auch schon frei hatte. Ja, aber dann ist ja das ein freier Abend. Ja, korrekt. Lustig bist du. Ja, ne? Nina ist ein richtiger Lust. Nee. Molch. Nehme ich zurück. Wie hoch muss denn das jetzt? Wie hoch ist denn das Ding? Lustig. Eins, zwei, drei. Nee. Eins, zwei,
drei, vier, sechs. Eins, zwei, drei. Gut gezählt. Eins, zwei, drei, sechs. Du bist doof. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mach jetzt ja, ich brauche eine Schibbe. Ich habe wieder keinen Metall. Mach ich mal eine Scheinstippe. Metall, weißt du noch? Was? Metall. Nee. Das haben wir doch mal so gesagt. Weiß ich nicht mehr. Das war mal so wie ein Witz. War mir da mal lustig kurz. Ich baue mir gerade ernsthaft eine Steinschippe. Die mache ich nochmal in Schmutzi. Aber eigentlich ist die fast genauso schnell. Ich glaube, die geht nur schneller kaputt, ne? Mit einer Rührschüssel. Rührschüssel. Das ist der Schlüssel. Die gute alte Rührschüssel. Ist der Schlüssel. Zum Glück. Also wenn ihr euch fragt, wie finde ich mein Glück, nehmt eine Rührschüssel. Unser Bäcker hat leider bis 20 Uhr auf und müssen wir leider alles noch sauber machen. Oh Mann. Ach selber, nee warte mal, ach selber sauber machen. Ja, das ist natürlich, und wann geht das morgens dann los? Also wann macht der auf? Das ist wahrscheinlich Schicht, oder? Ja, mit Sicherheit. Also, weil ich kenne auch jemanden, der bei der Bäckerei arbeitet und da ist das im Schichtdienst. Schicht im Schacht. Schicht im Schacht! Die sind eigentlich supi. Ich brauche mehr Eis. Oh Gott! Da-da-da. 6.30 Uhr ist Beginn, 7 Uhr macht ihr auf. Okay, dann bis 20 Uhr ist schon stabil. Was war jetzt stabil. Wieder lustig? Ja, weil es stabil ist. Ist doch lustig. Also wir müssen den auf jeden Fall noch breiter bauen hier. Das sieht ja total blöd aus. Aber wir machen das erstmal so, dass man überhaupt durchfahren kann. Erstmal the necessary und dann the optional. Toll. Hä? Ah. Oh, jetzt habe ich einen zu hoch abgebaut. Nein, meine Axt ist, Schippi ist kaputt. Oh nein.